Hallo alle miteinander, willkommen zu einem neuen Video. Hallo Wollo, ihr seid hier auf Wollo und Cornel. Ja. Und sehr richtig. Wollo. Ja. Ja, du darfst dich zurücklehnen. Denn heute gibt es einen Monolog von Cornelius über das Internet. Oh, ist das jetzt soweit? Kommt heute? Geil. Dann erzähl ich lange einfach nur zwischendurch. Sollen wir einmal drüber reden? Ja, ja, gerne. Leute, gerne. Man probiert, also ich denke, das ist die Regierung, ne, weil ich kritische Inhalte mache, also auf Twitter. Und ich denke, die Regierung wollte probieren, uns lahmzulegen. Oh, jetzt habe ich eine direkte Frage. Da fällt mir eine direkte Frage ein, die ich dir stellen muss. Wenn ich jetzt sage QAnon, Cornel. Ja. Was sagst du mir dazu? Was soll ich dir dazu sagen? Bist du dabei? ich verfolge das nicht aktiv, nee. Ich krieg das hier und da dann mal mit. Und bist du der Meinung, ist das richtig, was die da erzählen? Weiß ich nicht. Kann das sein? Also, wenn das richtig wäre, dann müssten ja bald die Festnahmen starten, oder? Die Festnahmen starten? Ich bin gespannt, wann die ersten Kinder dann tatsächlich wieder atmen können. Das kommt auch noch dazu. Aber das ist schon ein sehr krankes Thema. Dass du das... Ja. Also, da, Leute, macht einfach den Kopf zu. Das hoffen wir einfach, dass... Da glaubst du nicht dran. Und wenn ein kritischer Wissenschaftler sagt, das kann schon ganz gut sein... Ja, wollen wir jetzt darüber reden? Weiß ich nicht, ich wollte einfach nur mal hören, ob du dran glaubst. An was jetzt genau? Ja, an QAnon. Ja, das ist ja... Ja, aber die QA sagt ja viel. Die sagen ja... Ja, weiß ich nicht, was die alles so sagen wollen. Du scheinbar schon, also ein bisschen... Ich bin... Ich würde hier die Frage nicht stellen sollen, ich merke das schon. Ja, nein, also die sagen ja relativ viel. Das ist ja, also QAnon ist ja so... In Amerika so ein Port, also ich weiß nicht, wie genau das in Amerika funktioniert. Die geben immer mal wieder so Meldungen raus. Das ist halt irgendein Unbekannter oder eine Organisation, eine anonym oder so. So ein bisschen wie Anonymous, so in dem Style. Nur, dass man davon halt niemanden sieht. Und die geben halt immer wieder so Vorhersagen raus oder so Insiderwissen. In den USA ist ja dieses Thema relativ groß, von wegen der tiefe Staat, ne? Ich und Mollo reden mal kurz jetzt im Schnitt und dann gucken wir mal, was wir weiterreden, okay? Okay, Leute, wir haben uns beraten und wir werden nicht weiter darüber reden. Wir haben uns entschieden, dass Korn lieber über seinen Internetausfall reden. Vergesst, was wir gesagt haben. ja. Ist ja, halt, weiter geht's. Geht halt nur um Verschwörungen und so. Auf jeden Fall. Der Staat wollte uns schikanieren. Weil hat er nicht geschafft. Ne? Wollo und Cornel ist immer noch aktiv. Wollo und Cornel ist immer noch nicht ausgefallen. Der Patreon ist ein bisschen hinterher und schwierig, Leute. Da auch mal eine Entschuldigung an alle Patreon. Ne? Wir sind ein bisschen überfordert momentan mit und mit wie wir das alles umsetzen und so. Und wir sind natürlich auch sehr unter Druck wegen Wollo und Cornel, weil wir natürlich überhaupt nicht wollen, dass hier eine Inaktivität reinkommt. Und ja, ich hatte von Freitag 16 Uhr bis Dienstag so 19 Uhr ungefähr, hatte ich kein Internet. Ja, gar keins. Müsst ihr euch mal überlegen, das Leute. Da muss man erstmal direkt sagen, das ist so ein bisschen gelogen jetzt. Also ich hatte krasser kein Internet als du. Du hattest nur kein Internet. Cornel holt sich andauernd, er hatte sich andauernd Datenguthaben geholt. Ja, wow, über ich habe mir... Und ist damit ins Internet gegangen. Du hattest ja schon Internet die Zeit. Oder? Ja, weil ich mir für 5 Euro für 4... Ja, wer die Option gab, mir für 5 Euro mal zu kaufen, hätte ich das auch die ganze Zeit gemacht. Ja, die gibt es, hol dir eine Lidl-Tor-Karte. Ja, aber zu Lidl wäre ich ja nicht gekommen. Verstehen Sie das? Ja, Junge, ey. Ja, ich hab kein Lidl in der Nähe. Ja, dann weißt du, was du dir jetzt bestellst. Eine Lidl-Tor-Karte, falls es nochmal passiert. Ja, eigentlich gar nicht dumm. Aber zu sagen, dass ich ich hatte ein wenig Internet, aber schwierig natürlich. Und ich hatte kein richtiges Internet. Mein Internet ging nicht. Und auf jeden Fall, also Leute, wie gesagt, ich hatte von Freitag bis Dienstag mein Internet nicht, meine normale Internetleitung. Und ich hatte natürlich auch am Freitag gar kein Internet erstmal. Eine relativ lange Zeit, weil ich ohne Internet natürlich auch kein Guthaben mir holen konnte und so und bla. War alles ein bisschen schwierig
Und ich habe mir dann, wie Wollo schon netterweise erwähnt hat, ich habe Little Talk und bei Little Talk kannst du dir für 5 Euro eine Dayflat kaufen für 24 Stunden 10 Gigabyte. Die habe ich mir. Ist ja eigentlich keine Flat, ne? Nee, es ist halt einfach nur für 24 Stunden also ein Datenvolumen. Ja, ich glaube, aber ich glaube, die heißt Dayflat tatsächlich. Keine Ahnung. Ja, die heißt doch so, aber das ist halt totaler Blödsinn. Und warum habe ich diese 5 Gigabyte, diese 10 Gigabyte für 5 Euro nur 24 Stunden zur Verfügung? Das Oder? Weiß ich genau. Und vor allen Dingen, ich habe auch mal geguckt, ne, so monatliche Sachen gibt es nur mit 1 Gigabyte oder 5 Gigabyte. Oder, ja, genau. Oder im XXL-Paket dann 7 Gigabyte. Genau. Warum? Das ist total dumm. Wieso kann ich am Tag 10 mir holen, aber im Monat nur höchstens 7? Was dann auch mega teuer ist. Das gibt ja nicht nur, also du kriegst ja nicht nur die 7 Gigabyte. Ja, du hast dann, wenn die verbraucht sind, hast du dann noch 64 Kbits. Nein, du, das ist ja nicht nur Internet. Da ist dann ja auch Telefon, Flat und doch? Ja, wenn du sie dir im Paket holst, du kannst dir die auch einzeln holen. Ach so. Genau. Ja gut, ist doch klar, dass du das Paket holst. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann gemacht. Und zwar habe ich für 60 Euro mir Lidl-Guthaben gekauft. Teilweise auch zum Telefonieren. Ich hatte nämlich, ich muss 9 Cent die Minute zahlen. Könnt ihr euch ja ausrechnen. Das heißt, 10 Minuten sind 90 Cent und 100 Minuten sind 9 Euro. Nee. Krass. Dass das überhaupt Geld kostet. Ja, ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass man sich da auch so Pakete buchen kann. Dann habe ich mir 100 Minuten für 1,99 gekauft, ne? Also 100 Freiminuten. Ja, und die war ich dann nach 2 Anrufen in der Warteschleife, waren die dann weg? Hey, bei Aldi Talk hast du eine komplette Flatrate in diesem Monatspaket. Ja, aber das hätte halt... 7 Euro. Ja, aber ich hatte ja kein Monatspaket. Ganz merkwürdig. Ich habe halt nur, ja, auf jeden Fall hatte ich halt ein bisschen Internet dann. Ich habe dann mit meinem Handy über USB einen Hotspot erstellt für meinen PC und darüber haben wir dann das Sandwich-Video gemacht. Ja, ich habe an diesem Wochenende oder in diesen 5 Tagen, wo ich kein Internet hatte, habe ich dann über Little Talk, glaube ich, 70 Gigabyte verbraucht. Datenvolumen. Ja, man benutzt ganz schön viel Daten so, ne? Das heißt, ich hab 35 Euro reines Datenvolumen mir gekauft an den Tagen. Und dann habe ich noch, keine Ahnung, 15 Euro oder so, 15 Euro vertelefoniert. Und das hätte ich vielleicht ein bisschen schlauer anstellen können, indem ich mir so eine Monats-Flatrate geholt hätte. Aber da habe ich halt vorher nicht drüber nachgedacht, ne? Definitiv wäre das günstiger gewesen. Und 9 Cent die Minute hört sich auch wenig an, aber das ist krass, wie schnell sich das läppert. Das hört sich überhaupt nicht wenig an. Ja. In meiner Welt hört sich das ganz schön viel an. Keine Ahnung, das ist halt verrückt. Ja. Und es war einfach so anstrengend. Und jetzt ist halt die Frage, warum hatte ich denn kein Internet, ne? Gab es eine Störung? Weil es gab ja eine Störung, aber da war ich nicht von betroffen. Gab es eine Störung oder was ist denn passiert, dass der Cornel kein Internet mehr hatte? Ich habe, ihr müsst euch das überlegen, ich habe bei Vodafone angerufen, weil ich meine Geschwindigkeit erhöhen wollte. Das heißt, ich hatte funktionierendes Internet, dann habe ich bei Vodafone angerufen und dann hatte ich haben die mir die Leitung abgeschaltet und haben es 5 Tage lang nicht geschafft, diesen Fehler zu beheben. Und zwar war folgendes Problem, ich bin da umgezogen. Und in meinem Konto war der Umzug nicht gebucht, weil die dann aus irgendwelchen Gründen einen Techniker da reingebucht haben. Der Techniker hat mich nicht erreicht, weil die eine alte Handynummer von mir hatten. Und dann dachten die wohl, ja, die Leitung funktioniert nicht, aber der meldet sich nicht, also egal. Ich habe mich natürlich nicht gemeldet, weil ich hatte ja schon 4 Wochen eine funktionierende Leitung. Ne? Mhm. Und dann habe ich da angerufen und dann kam das halt heraus, weil man kann den Tarif nur wechseln, wenn die richtige Adresse hinterlegt ist. So Leute, ihr müsst mir jetzt ganz genau zuhören, ja? Es wird jetzt großartig. Also, die Lauscher. Ich habe da angerufen, die Adresse war falsch, mir wurde gesagt, ja, wir stellen die Adresse um. Sobald das passiert ist, kannst du nochmal anrufen, dann können wir auch deine Geschwindigkeit ändern.
Und dann habe ich gesagt, ja, sagen die mir Bescheid? Nee, müssen sie dann online in ihrem Konto nachgucken, wann das geändert ist. Dann hatte ich kein Internet mehr. Dann habe ich da angerufen und dann haben die mir gesagt, ja, die Leitung ist noch nicht freigeschaltet worden. Das passiert gerade, das dauert so 2 Stunden, dann geht das Internet wieder. Okay, habe ich nochmal 2 Stunden gewartet. Ging immer noch nicht. Dann habe ich bei der Störung angerufen, ne? Dann hat die Störung mir gesagt, ja, es tut mir leid, wir haben hier leider keine Handhabe darüber. Hier ist noch ein Umzug gebucht. Das heißt, dieser Umzug wurde nie als fertig eingebucht. Ja. Und dann haben die mir gesagt, hier ist noch ein Umzug gebucht, da ist ein Technikertermin drin, der noch nicht wahrgenommen wurde. Und dann habe ich denen dann halt erklärt, ne, dass ich keinen Techniker brauche wahrscheinlich, weil ich eine funktionierende Leitung schon hatte. Das haben die mir dann auch bestätigt. Dann haben die gesagt, ja, wenn die Leitung schon funktioniert hat, dann muss nur der Technikertermin storniert werden. Dann wird die Leitung auch wieder frei laufen, sich frei laufen. Und dann haben die mir aber gesagt, das dürfen wir in der Störung nicht, das muss die kaufmännische Abteilung machen. Dann habe ich am Freitag noch in der kaufmännischen Abteilung angerufen. Dann hatte ich ja so eine dumme, so eine Frau dran. Also Mensch. Und die hat gar nichts gerallt. Dann habe ich ihr erklärt, dass dieser Termin storniert werden muss. Und dann hat die mit ihrem Vorgesetzten gesprochen und mich kurz warten lassen. Dann hat die gesagt, ja, also das ist alles in Bearbeitung gerade. Morgen früh haben sie ihr Internet wieder. Also am Samstagmorgen. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Dann habe ich gewartet. Samstags morgens, Internet geht nicht. Ich rufe wieder in der Störung an. Und ich habe in der Störung extra nichts großartig dazu gesagt, ne? Ich habe einfach nur gesagt, ja, hier, das ist mein Internet, geht nicht, können Sie mal gucken. Und weißt du, was der mir gesagt hat in der Störung? Nee. Der hat gesagt, ja, hier ist ein Techniker drin gebucht, ein Technikertermin im Umzug gebucht. Dann habe ich gesagt, ich brauche keinen Techniker, die Leitung hat funktioniert, schon seit 4 Wochen. Dann sagt er, ja, dann müssen Sie in die kaufmännische Abteilung, die müssen den Technikertermin rausnehmen, dann geht die wieder. So, ja. An dem Punkt wusste ich, okay, das muss stimmen, weil es hat mir 2 Leute in der Störung unabhängig voneinander genau die gleiche Antwort gegeben. Und seitdem habe ich jedes Mal, wenn ich dort angerufen habe, probiert, diesen Mitarbeiter, der am Telefon war, zu erklären, dass der Technikertermin storniert werden muss. Und jeden Tag, wenn ich da wieder angerufen habe, haben die gesagt, und da, ihr müsst, wir machen jetzt noch kurz, also ich rede das eben zu Ende. Ach so. Genau. Okay. Ja, wir können schon mal rausgehen. Oder wollen wir noch eine Runde fahren? Wir können auch dabei eine Runde fahren. Ja, fahren wir noch eine Runde. Okay, Leute, das Ding ist das, ne? jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ich wusste dann ja, dass der Technikertermin raus muss. Und ich wusste ja auch, dass meine Leitung funktioniert, ne? Ich hatte die ja schon 4 Wochen. Die hat ja schon 4 Wochen funktioniert. Weil die wahrscheinlich noch freigeschaltet war von der Vormieterin oder so. Das bedeutet, ich habe, genau, und das Ding ist, die machen sich bei Vodafone anscheinend keine Notizen oder so. Jedes Mal, wenn ich da angerufen habe, habe ich dann gesagt, ja, ich wollte mal fragen, wie der Stand der Dinge ist. Weil ich wollte denen keine Informationen geben, ne? Und dann haben die, und jedes Mal haben die gesagt, ja, ich sehe, hier gibt's einen Umzug, da konnte der Technikertermin nicht gebucht werden. Und ich bin jedes Mal gestorben in mir drinne. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie geht's da jetzt weiter? Ja, können Sie mir da vielleicht, können Sie mir das jetzt nochmal genauer erläutern? Brauchen Sie den Techniker? Dann habe ich jedes Mal, wenn ich da angerufen habe, ich habe so ungefähr 2 bis 3 Mal am Tag da angerufen, also Samstag. Ganz schön oft. Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag habe ich mindestens mit 2 Mitarbeitern da geredet. Und jedes Mal habe ich gesagt, wie ist denn der Stand der Dinge? Jedes Mal haben die mir gesagt, ja, entweder haben sie gesagt, da ist ein Technikertermin gebucht, oder sie haben gesagt, ja, sie haben ihr Paket gekündigt, oder? Ich sage, nein, ich habe mein Paket nicht gekündigt. Da muss ich jedes Mal die Story erzählen, dass ich seit 4 Wochen Internet habe, dass die Störung mir 2 Mal gesagt hat, dass da ein Technikertermin rausgenommen werden muss, dass ich nicht widersprochen habe, dass ich einfach nur diese Leitung wieder haben möchte.
Und es hat dann bis Dienstag gedauert. Und dienstagsabends hat es irgendeiner, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich weiß nicht, warum es dann geklappt hat. Aber dienstags hat es dann geklappt, dass sie den Umzug irgendwie ausgebucht haben. Und dann ging meine Leitung tatsächlich wieder. Und jedes Mal, wenn ich da angerufen Respekt. Habe und gesagt habe, wie ist der Stand der Dinge? Ja, worum geht's denn genau? So, ja, machen Sie sich keine Notizen? Ja, doch, aber, also ich sehe hier einen Umzug. So, nein, ich bin vor 4 Wochen umgezogen. Ach, Alter. Und die wussten nie, worum es geht, nie. Ich habe in diesen 5 Tagen, glaube ich, 15 Mal da angerufen und die wussten nie, worum es geht. Niemand macht da Notizen oder so. Ist verrückt eigentlich, ne? Muss man echt mal so sagen. Also bei Osnatel, also ich dachte mal, die haben den schlimmsten Service. Ich weiß noch früher, Conny, vor ein paar Jahren war das alles noch anders. Da hat man da angerufen und der Typ am Telefon konnte dir tatsächlich helfen. Also der konnte dann auch tatsächlich die Leitung resetten und so ein Shit. Heutzutage, du kannst da anrufen bei Osnatel, egal was du hast, sie werden immer sagen, ja, dann geben wir weiter an den Techniker. Ja, das ist so eklig. Was anderes passiert da nicht mehr. Also die helfen dir keinen Millimeter. Nee. Es ist wirklich nur noch, das ist die Antwort, die du kriegst. Und Ende. Du musst jetzt mal überlegen. Das war ja nicht so. Ich hatte seit Freitag kein Internet und ich musste selbst dienstags morgens alles erklären, weil die nichts wussten. Ich habe jedes Mal von null angefangen und musste jedes Mal hoffen, dass ich irgendjemanden finde, der mir helfen kann. Weil die alle immer nie wussten, worum es geht. Und irgendwie hat es am Dienstag geklappt. Aber Leute, das Happy End ist, Cornel hat einen 10-Euro-Gutschein bekommen. Ja. Es gab also ein Happy End. Damit würde ich sagen, wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Cornel wird euch ausführlich antworten. Bis dann und ciao. Tschüss.